Bolzen und Balzen, das ist eines der Themen dieser Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. Und damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Magazinausgabe. Wir beschäftigen uns mit dem Ruhr-Lit-Cup, der Europameisterschaft der Autoren-Nationalmannschaften, dessen Finale hier im Stadion Rote Erde stattfinden wird. Es geht um die Europameisterschaft der Autoren-Nationalmannschaften. Dazu unter anderem Ruhrblicke, die große Fotografieausstellung in Essen und den Großproben für den Day of Song, den 5. Juni 2010. Halleluja, Halleluja. Am 5. Juni 2010 singen, hoffen wir, alle Menschen im ganzen Ruhrgebiet in allen Ecken und Enden Lieder ab 10 Uhr morgen bis spät in dem Abend. Und ein Fokuspunkt ist dann am Abend auf Schalke. Vielleicht das größte vierstimmige Konzert in der deutschen Musikgeschichte oder in der Weltgeschichte. Wir stehen hier vor dem MIR, dem Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Es startet gleich die Großprobe für den Day of Song, für den großen Tag des Singens hier im Ruhrgebiet auf Gelsenkirchen, auf Schalke. Und wir wollen mal ein paar Mitwirkende fragen, warum sie eigentlich mitmachen. Ja, Spaß am Singen. Ich sag mal, der Versuch, einen Rekord aufzustellen. Das ist ein einmaliges Ereignis und daran sollte man schon teilnehmen, wenn man Sänger ist. Und was singen Sie sonst üblicherweise und wo singen Sie? Wir singen neues Liedgut und wir singen im Jericho-Chor in Bochum, Riemke. Wir sind alle wahnsinnig gespannt und wir können uns im Moment noch nicht vorstellen, wie das, sag ich mal, alles ablaufen soll. Aber es wird bestimmt eine mega tolle Geschichte. Denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Und natürlich, wenn Sie denken, wir haben 9000 Sänger auf dem Spielfeld, die ganzen Opernchöre, die das von innen heraus studiert, vor allem ansingen, das soll ausstrahlen in die Ränge. Und natürlich, wenn dann 60.000 Sänger zusammenkommen, auf die hoffen wir, dass es das wird, da bleibt vielleicht die ein oder andere musikalische Stelle al fresco, sage ich mal. Aber es geht da ein bisschen um andere Sachen. Es geht darum, die Region zu zeigen, ein Miteinander zu zeigen. Ich habe sogar gehört, es gibt nicht nur eben dann auf Schalke das große Konzert, sondern auch beispielsweise singende Polizeikontrollen, ist das richtig? Ja, das ist ganz richtig. Ja, es gibt die kuriosesten Ideen. Also es wird in Bussen gesungen, in U-Bahn gesungen. Also keiner sollte sich wundern an diesem Tag, wenn er irgendwo, an welcher Ecke auch immer, irgendwo auf singende Menschen trifft. Und so gibt es auch in Dortmund, wird es Polizisten geben, die eine singende Verkehrskontrolle durchführen. Die Ausstellungsreihe Fremde im Revier beleuchtet ganz unterschiedliche Aspekte des Themas Migration im Ruhrgebiet. Wir haben es spannend gefunden, als Ausstellungsmacher die Geschichte Bochums im historischen Längsschnitt zu betrachten, und zwar mit der Brille des Fremden. Wie wurden die Fremden von den Einheimischen gesehen? Und wie nahmen die Migranten das Revier und seine Menschen wahr? Fremd im Revier, Fremde im Revier, seit dem 25.04. in Bochum. Es folgen Ausstellungen in Bottrop, Wesel, Marl, Essen, Gelsenkirchen, Dinslaken, Mülheim und Recklinghausen. 53 Autoren, 53 Städte, 53 Lesungen. Am 10. Mai ist es soweit. 53 Pen-Autoren lesen in 53 Städten der Metropole Ruhr. Mumien kauerten darin. Am Gedenktag der Bücherverbrennung veranstaltet die Internationale Autorenvereinigung PEN im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas Lesungen von Bergkamen, Bochum und Bönen bis Wetter, Witten und Zankten. 53 Autoren lesen in 53 Städten am 10. Mai 2010. Ruhrblicke. 11 Künstler und ihre fotografischen Motive im Ruhrgebiet.
Ja, ich habe mich mal befragt, wer eigentlich im Ruhrgebiet tätig war und mit wem ich das Ruhrgebiet fotografisch für mich interessanten Positionen verbinde. Und deswegen hat jeder der Teilnehmer, Teilnehmerinnen Bezug zum Ruhrgebiet biografisch durch sein Werk. Und das war die erste Voraussetzung. Und ich habe dann eine Liste gemacht, habe die von oben bis unten abgearbeitet und hatte 11 Zusagen nach 11 Besuchen. Und damit war die Wahl fertig. Im Auftrag der Ausstellungsmacher haben sich herausragende Künstler auf Motivsuche im Ruhrgebiet gemacht. Im Sana-A-Gebäude bieten sie ihre Blicke auf die Region Ruhr. Wir sind hier auf dem Heimatplatz des SV Königsborn. Hier wird in wenigen Tagen der Rolet Cup stattfinden. Das ist die Europameisterschaft der Autoren-Nationalmannschaften. Und wir haben unter anderem gesprochen mit dem Organisator Axel Settlak, dem Autor Jan Böttcher und dem Experten Manni Breukmann. Also ich habe ja, wenn man so will, eine sehr minimalistische Definition von Kultur. Kultur ist für mich die bewusste Veränderung der Umwelt. Und wenn Leute die ganze Woche nichts anderes zu tun haben, als sich über Fußball zu unterhalten, und davon gibt es jede Menge im Ruhrgebiet, dann ist das ein großes Stück Kultur. Diese Idee kam mir dann, so eine Europameisterschaft innerhalb jetzt unseres Kulturhauptstadtjahres mal hier in Unna zu versuchen. Und so habe ich dann den Kontakt gesucht und gefunden, und sehr schnell hat die deutsche Nationalmannschaft zugesagt, und dann habe ich weiter recherchiert und festgestellt, es gibt in anderen Ländern Europas ähnliche Mannschaften, die haben wir dann eingeladen, und so ist jetzt ein 8-Mannschaften-Feld zusammengekommen und die spielen die Europameisterschaft hier in Unna aus. Wir sprechen mit Jan Böttcher, Schriftsteller, Musiker, und was ihn vor allem auszeichnet, ist, er ist Spieler und Trainer der Fußballnationalmannschaft und als solcher auch aktiv in wenigen Tagen im Rahmen des Rolet Cups. Jan Böttcher, wie wird ein Schriftsteller zum Fußballspieler? Oh, er ist erst Fußballspieler, dann Schriftsteller. Ja. Also das ist hoffentlich in den meisten Fällen so. Ne? Aber in unserer Mannschaft sind, glaube ich, nicht so viele, die in der Jugend wirklich das voll durchgezogen haben. So ein Kader umfasst ja Minimum 11 Spieler, wahrscheinlich sogar meistens mehr, weil man ein paar Auswechselspieler braucht. Wie setzt sich denn der Kader der deutschen Fußballautoren-Nationalmannschaft zusammen? Also erstmal braucht man mindestens 20 bei uns oder 25, damit man auf 11 kommt, weil dauernd so viele Rekonvaleszenten dabei sind und sich verletzen. Für dieses Autoren-Fußball-Nationalmannschaftsturnier kommen die Autoren nicht nur aus Berlin. Es gibt aber auch eine Berliner Mannschaft, eine interne, die auch über 15 Leute verfügt immer oder mehr. Jetzt kommen aber für das Turnier natürlich auch Schriftsteller aus München, Albert Ostermeier aus Leipzig, Jörg Schieke, Klaus Döring aus Frankfurt dazu. Also da sind wir dann ein bisschen verstreut und kommen zusammen. Gibt es eigentlich eine Übereinstimmung zwischen Schreibstil und der Art und Weise, wie ein Autor Fußball spielt? Also das Brachiale, das Emotionale, das Beiläufige. Ja, da darf ich jetzt aber keine Namen nennen. Aber es gibt trotzdem Beispiele. Wenn du jetzt gerade brachial sagst und auch die Grätsche, da gibt es natürlich schon also den rustikalen Stil. Das ist dann vielleicht auch ein Theaterautor, der mit Dialekt schreibt und eher aus dem süddeutschen Raum stammt. Jetzt gibt es so einige Akteure auf Seiten der Hochkultur, die dann glauben, dass man jetzt im Rahmen der Kulturhauptstadt auch Dortmund und Schalke versöhnen könnte. Ist das eine realistische Perspektive? Das ist unglaublich. Das ist eine Perspektive, die ist so unrealistisch. Unrealistischer kann sie überhaupt gar nicht sein. Das war die aktuelle Magazinausgabe von Ruhr 2010 TV. In der kommenden Woche erwartet Sie hier ein Special. Und zwar geht es um die Fotografieausstellung Ruhrblicke, die im Sana-A-Gebäude hier hinter uns vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.